Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Gamescom TV 2011. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch von mir herzlich willkommen. Und Nino, ich gebe es gerne zu, ich bin ganz schön aufgeregt. Denn der Startschuss der Gamescom 2011, ja, der rückt immer näher. Und wir versorgen euch natürlich in gewohnter Qualität mit allen Infos, die ihr braucht. Und von wem könnte man bessere, aktuellere und vor allem kompetentere Infos bekommen, als von den Verantwortlichen der Gamescom selbst? Und deshalb ist uns jetzt der Projektleiter der Gamescom, nämlich Tim Endres, zugeschaltet. Hallo, Herr Endres. Hallo ins Gamescom-Studio. Ja, Herr Endres, lange müssen sich die europäischen Gamer ja nicht mehr gedulden. Die Gamescom 2011 steht vor der Tür. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen und dem Team? Wie sieht es da aus hinter den Kulissen? Ist man da schon aufgeregt? Ja, die Stimmung ist fantastisch. Super Stimmung im Team. Es ging sehr früh los. Die Gamescom nimmt sehr früh konkrete Formen an. Dementsprechend wächst natürlich bei uns auch die Vorfreude, ganz klar. Die Gamescom ist ja die Leitmesse für interaktive Unterhaltung. Herr Endres, wie schafft man es, so eine Riesenveranstaltung Jahr für Jahr immer wieder so klasse auf die Beine zu stellen? Ja, zunächst einmal ist es wichtig, dass man früh genug anfängt. Also wir haben uns direkt nach der sehr erfolgreichen Gamescom 2010 gemeinsam mit unserem Verband, mit unserem Partner, dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, zusammengesetzt und geschaut, wo können wir noch weiter am Konzept feilen, was können wir noch besser machen, und haben etliche Ideen entwickelt. Die Umsetzung dieser Ideen dann über den gesamten Zeitraum ist natürlich eine riesige Teamleistung, wo unheimlich viele Zahnräder ineinander greifen und dann letzten Endes die Gamescom ins Rollen bringen. Herr Endres, können Sie uns schon sagen, welche Aussteller dieses Jahr dabei sein werden auf der Gamescom? Ja, das sind zum einen die Konsolenanbieter, Sony, Nintendo, Microsoft, die ihre Hardware und natürlich die neue Software präsentieren. Darüber hinaus die komplette Palette der Games-Publisher von Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Konami, Take-Two, THQ, Bethesda, Warner, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus begrüßen wir dieses Jahr zwei Wiederkehrer, Sega und Capcom. Da freuen wir uns ganz besonders, dass beide dieses Jahr auf der Gamescom wieder dabei sind. Und wir haben in der Halle 9 ein spezielles Themenfeld, die Online World. Da dreht sich alles um das Thema MMOs, Online Games, Browser Games. Und da sind beispielsweise dabei NCSoft, Trine World und Frogstar. Jeweils immer nur, um einige zu nennen. Also insgesamt erwarten wir über 500 Aussteller auf der Gamescom. Die Besucher können sich auf noch mehr Raum für noch mehr Spiele freuen. Es wird ein gigantisches Ereignis, der größte interaktive Spielplatz der Welt. Sie haben eben schon das Thema Neuheiten in den Raum geworfen und wir sind natürlich neugierig. Was gibt es Neues rund um die Gamescom? Ja, wie gesagt, Hauptneuheit sind natürlich immer die Spiele, die Publisher zeigen, die unsere Aussteller zeigen. Da erwarten wir etliche Welt- und Europa-Premieren, auf die die Besucher sich wirklich freuen können. Das sind Spiele, die es bislang nicht gibt, die erst wesentlich später in den Handel kommen. All das kann hier ausprobiert werden. Das ist sicherlich das Haupthighlight und die Hauptneuheiten der Messe. Darüber hinaus, unabhängig von den Spielen, gibt es aber ein Angebot für die komplette Familie auf der Gamescom. Wir haben uns daher auch erstmalig entschieden, Familientag ins Leben zu rufen. Das wird der Sonntag, der Familientag. Da gibt es zum Beispiel ein vergünstigtes Familienticket. Es gibt spezielles Speisenangebot, vergünstigt für Familien. Und natürlich ein breites Entertainment-Programm neben den Games, wo die ganze Familie von jung bis alt Spaß dran hat. Indoor wie Outdoor. Es gibt Outdoor beispielsweise die Möglichkeit, Wellen zu reiten. Es gibt dort den Gamescom Beach, wo man sich entspannen kann. Indoor wiederum gibt es verschiedene Show-Acts, Sportshows, BMX bis Skateboard, für die komplette Familie was dabei. Und last not least, der neue Gamescom Campus, wo wir den medienpädagogischen und kulturellen Bereich der Gamescom unter einer Marke fassen und für die gesamte Familie ein breites Angebot dazu bieten. Okay, das klingt interessant. Können Sie uns zum Gamescom Campus noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, der Gamescom Campus besteht im Prinzip aus fünf Säulen. Das sind erstmal die Produkte. Dort gibt es Games, medienpädagogisch wertvolle Games für die ganz kleinen Schulkinder. Wissenschaft ist die zweite Säule. Events werden dort natürlich auch geboten, Kultur. Und dann der breite Aspekt der Medienpädagogik und Medienkompetenz, wo sich Institutionen etc. präsentieren. Um konkreter reinzuschauen ins Konzept und in die Angebote, noch ein paar Beispiele. Also bei dem Thema Wissenschaft haben wir beispielsweise Universitäten, die sich präsentieren.
Wir haben dort eine Jobs- und Karriereplattform, wo sich diejenigen, die ihre Zukunft in der Games-Branche sehen, auch ihre berufliche Zukunft in der Games-Branche sehen, entsprechend informieren können und direkt mit den Personalleitern der entsprechenden Unternehmen dort auch Gespräche führen können. Im Bereich Events gibt es beispielsweise die deutschen Case-Mod-Meisterschaften und es gibt eine Kunstausstellung rund um das Thema Games. Und dann bei dem Feld Medienpädagogik gibt es verschiedene Institutionen, die sich rund um das Thema Medienpädagogik, Medienkompetenz, die dort Angebote um diese Themen entwickelt haben und dann halt den Besuchern anbieten. Und last not least ist in diesem Feld auch das Thema Jugendschutz angesiedelt, wo die USK als unser Jugendschutzpartner sich präsentiert und natürlich sämtliche Fragen rund um das Thema Jugendschutz beantwortet werden. Apropos Medienpädagogik, wir begrüßen gleich noch Felix Falk, den Geschäftsführer der USK bei uns in der Sendung. Ja, und der wird uns dann noch ein bisschen ausführlicher über den Auftritt der USK auf der Gamescom berichten. Das wird spannend. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen. Herr Endres, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten und wünschen natürlich hier aus dem Gamescom-Studio alles Gute für die restlichen Vorbereitungen. Wir sehen uns in Köln. Vielen Dank, zurück ins Gamescom-Studio. Das PlayStation 3 exklusive Science-Fiction-Abenteuer Resistance geht in die lang erwartete dritte Runde. We all prayed for the end. And finally, the war is over. Outnumbered and outgunned, they took everything from us. Our friends. Our families, our humanity. Führe den letzten Widerstand der menschlichen Rasse gegen die übermächtige Armee der Chimera an. Schlüpfe in die Rolle des Protagonisten Joseph Capelli und begleite den Wissenschaftler Dr. Malikov auf einen Roadtrip durch die postapokalyptische USA der 50er Jahre. Stell dich dem Kampf und bewahre die Menschheit vor dem sicheren Untergang. Erlebe in Resistance 3 eine fesselnde Story, zahlreiche Multiplayer-Modi, abgefahrene Waffen und gigantische Endgegner. In stereoskopischem 3D und mit PlayStation Move spielbar. Incoming! Wir freuen uns ganz besonders, dass wir ihn auch dieses Jahr wieder hier bei uns im Gamescom TV Studio begrüßen dürfen. Er ist ja praktisch schon Stammgast bei uns bei Gamescom TV und das freut uns natürlich. Hallo und herzlich willkommen Felix Falk, der Geschäftsführer der USK. Schön, dass Hallo. Sie da sind. Hallo. Hallo Herr Falk, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Es wäre super, wenn Sie uns und auch den Zuschauern natürlich nochmal kurz erklären könnten, was die USK macht, was sie ist, was das alles überhaupt bedeutet. Die USK ist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Wir machen die Alterskennzeichen für die Spiele, für die Computerspiele. Und da gibt es ein Prüfverfahren, das heißt, das Spiel kommt zu uns. Dann wird es eingestuft von einem Gremium, ein Prüfgremium aus 5 Personen bestehend. Und wenn es ein Kennzeichen bekommt, dann wird es zum Verwaltungsakt, zum staatlichen Verwaltungsakt. Daran kann dann keiner mehr rütteln. Und dann kann der Hersteller, der Publisher das Spiel also rechtssicher im Handel vertreiben. Bei uns Videospielredakteuren denken die Leute oft, ja gut, die sitzen den ganzen Tag rum, schauen sich Spiele an und bewerten die dann. So gesehen haben wir eigentlich den gleichen Job, oder? Einen ähnlichen Job. Wahrscheinlich sind unsere Kriterien ein bisschen andere. Denn vermutlich, wir, ja. Wir gucken, wir haben natürlich auch Spaß dran, wenn wir ein Spiel sehen, was Spaß macht. Aber um Spaß geht es dann im Jugendschutz eher nicht, sondern darum, ob Kinder und Jugendliche beeinträchtigt werden könnten oder gar gefährdet werden könnten. Und ja. Daraus werden dann die Kriterien, und das sind die Kriterien, die wir zur Anwendung bringen in so einem Gremium. Okay, und wie sieht so dieser, entschuldige Annika, wie sieht so dieser typische Arbeitsalltag eines USK-Mitarbeiters dann aus? Da gibt es natürlich verschiedene Mitarbeiter. Also mein Arbeitsalltag sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus als beispielsweise von einem Sichter. Das ist wahrscheinlich auch für euch einer der spannendsten Arbeitsbereiche in der USK. Denn die Sichter bei uns, wir haben ungefähr 9 bis 10 Sichter im Moment, die spielen die ganzen Spiele durch. Das heißt, die müssen wirklich dann das Spiel auf Herz und Nieren prüfen, durch alle Level, durch alle Feature, alles, was in dem Spiel zu sehen ist, dann wirklich gesehen haben, um dem Gremium nachher, die nicht die Zeit haben, die 100 Stunden GTA zu spielen, denen das zu präsentieren und auf alle Fragen antworten zu können. Und auf der Grundlage wird dann entschieden. Also die haben eigentlich einen sehr spannenden Job. Wenn das Spiel funktioniert, das funktioniert nämlich meistens, dann gibt es doch technische Schwierigkeiten, gerade weil die Spiele ja zu uns kommen, bevor die im Handel erscheinen und deswegen noch nicht ganz komplett sind manchmal. Also Sie haben es ja gerade gesagt, die USK trifft dann eine Entscheidung.
Da wird dann gesagt, ja, nein. Und das ist dann oft der Grund, dass es für die Spieler irgendwie die USK der Buhmann ist oder eigentlich schuld dran ist, dass das Spiel dann nicht auf dem Markt erscheint, dass sie es nicht erwerben können, nicht spielen können. Was sagen Sie denn dazu? Daran sind wir nicht schuld, obwohl man sagen muss, also ja, nein in Relation. Die USK sagt zu 99%, mehr als 99% immer ja zu den Spielen, die eingereicht werden. Die haben alle ein Kennzeichen. Das sind aber ja nicht unbedingt die Spiele, die dann gerne gespielt werden möchten. Zum großen Teil sind die das, aber es gibt natürlich auch welche, die kein Kennzeichen kriegen. Und da ist es mitnichten so, dass die dann in Deutschland nicht erscheinen können. Die können sehr wohl in Deutschland erscheinen. Jedes Spiel, was kein Kennzeichen hat, kann trotzdem in Deutschland erscheinen, aber es darf nicht an Kinder und Jugendliche, also nicht an unter 18-Jährige abgegeben werden. Und dass manche Publisher dann selber entscheiden, das Spiel bringen wir nicht raus oder wir machen eine deutsche Fassung und reichen es nochmal ein und versuchen damit die 18 zu kriegen, ist eine reine Entscheidung der Publisher. Also das entscheiden die selber. Wir sagen auch nicht, du musst das schneiden oder das schneiden, sondern es wird im Gremium gesagt, das deutsche Jugendschutzgesetz ist so, dass dieses Spiel nach dem deutschen Jugendschutzgesetz kein Kennzeichen kriegen kann, also nicht an Kinder und Jugendliche abgegeben werden kann. Was der Publisher dann mit dieser Information und mit diesem Ergebnis macht, ist rein seine Geschichte. Mhm. Sie und Ihre ganze Mannschaft werden natürlich auch wieder auf der Gamescom vertreten sein, wie sich das gehört. Was können wir da erwarten? Was wird dort passieren am USK-Stand dieses Jahr? Also im Vorfeld der Gamescom ist schon sehr viel passiert, weil wir alle Spiele und alle Trailer und alles, was auf der Gamescom läuft, in der USK vorher geprüft haben. Und damit eben die Möglichkeit auch ist, für unter 18-Jährige auf die Messe zu kommen und in die Bereiche zu gehen und sich die Inhalte anzugucken, die für sie geeignet sind oder nicht beeinträchtigend sind. Und das ist also die ganze Arbeit, die im Moment passiert. Da ist also eine ganze Menge los in der USK, viel zu tun. Aber es macht natürlich auch viel Spaß, weil wir sehen können, was auf der Gamescom dann gezeigt wird. Und außerdem sind wir in diesem Jahr Jugendschutzpartner der Gamescom noch mehr als im letzten Jahr. Das heißt, wir stehen auch in Zweifelsfällen bei Schwierigkeiten, wenn Eltern kommen und sagen, sie wollen ihre Kinder mit reinnehmen und so. Also wir stehen da zur Verfügung und können der Messe helfen, dass sowas reibungsloser funktioniert und dass es sozusagen auch am Eingang nicht so viele Probleme gibt oder dass die Aussteller uns fragen können, wenn sie Fragen haben, wie positioniere ich welches Spiel wegen der Altersfreigabe. Da stehen wir sozusagen zur Verfügung. Und zu allerletzt haben wir natürlich auch unseren eigenen Stand. Ja. Das hat dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Der eigene Stand der USK, seid ihr natürlich herzlich wieder eingeladen, vorbeizukommen. Wir werden vorbeikommen. Da wird's das Quiz geben. Wir haben ihn auch vergrößert, weil im letzten Jahr viele sagen immer, ach, USK, da geht auch keiner hin. Ganz im Gegenteil, das war rammelvoll und so soll es auch dieses Jahr wieder sein. Da war der Teufel los, ja, absolut. Wir werden da sein. Ja. Ich werde es mir dann anschauen auf der Gamescom. Gerne. Wir sehen uns spätestens dann. Ja. Schön, dass Sie da waren. War für mich sehr aufschlussreich. Ich habe wieder was gelernt. Ja, ich auch. Mal wieder. Herr Falk, vielen Dank für den Besuch. Bleiben Sie noch ganz kurz sitzen, denn wir küren wie am Ende jeder Sendung, auch heute natürlich wieder den Gewinner unseres Community-Gewinnspiels. Bitte schön. Schon wieder eine prima Einsendung. Hat mir schon wieder gut gefallen. So viele schöne Fotos. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt nämlich ein super tolles Fanbundle. Ganz genau. Bestehend aus 2 Gamescom-T-Shirts, 2 Tickets für die Messe und natürlich dem guten alten Köln-Reiseführer. Ja, und genau diesen Reiseführer, den sollten wir uns auch in die Tasche stecken. Denn nächste Woche melden wir uns das erste Mal aus der Heimatstadt der Gamescom, nämlich Köln. Ja, und da werde ich dir ein paar coole Läden zeigen. Es ist nämlich auch meine Heimatstadt. Ich werde mich also sehr wohlfühlen. Ich bin gespannt. Das solltet ihr auch sein. Wir sehen uns in Köln. Herr Falk, wir sehen uns auch in Köln. Vielen Dank nochmal für Ihren Besuch. Ja. Euch Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, celebrate the games.